Was sind aus Ihrer Sicht zentrale Fragen, die Sie sich im Bereich Down-Syndrom gestellt haben oder immer noch stellen? Also die zentrale Frage, die wir uns gestellt haben und an der wir auch nach wie vor dran sind, ist, wie verarbeiten Menschen mit Trisomie 21 eigentlich ihre Umwelt? Und das ist ganz spannend, denn wir hatten das Gefühl, die Spekulation, dass Menschen mit Trisomie 21 weniger Dinge gleichzeitig verarbeiten. Das haben wir in einer großen Studie geprüft und auch letztlich nachgewiesen oder bestätigt bekommen im Rahmen dieser Studie. Und darüber hinaus aber auch die Frage dann, was bedeutet das für einen Unterricht? Wie müssen wir Unterrichtsmaterialien anpassen, damit wir eben Kulturtechniken vermitteln können, damit wir einen adäquaten Unterricht durchführen können? Eine weitere Frage, die mir sehr am Herzen liegt, ist auch, wie können wir den Stand von Menschen mit Trisomie 21 in der Gesellschaft fördern? Also in Zeiten von Pränataldiagnostik, das ist vielleicht ein sehr sensibles Thema, aber sehen sich Menschen mit Trisomie 21 noch mehr dazu gezwungen, sich letztlich rechtzufertigen, warum es sie überhaupt gibt? Das muss man sich mal vorstellen. Das betrifft in erster Linie oft die Eltern, aber eben auch Personen mit Trisomie 21 sehen sich ständig in dieser Situation, sich erklären zu müssen, warum es sie eigentlich gibt. Und ich glaube, da ist es von großer Bedeutung, dass wir gemeinsam mit Menschen mit Trisomie 21 hier etwas ändern.